Hallo ihr Lieben, heute mit einem ganz besonderen Video beim Junkfood Guru und mit himmlischer Unterstützung. Schaut mal, das ist Sonnenlicht, was hier gerade durch mein Dachfenster einfällt, durch das Giebelfenster, und es ist wirklich wow, Magic, oder? Aber der Hauptstar ist heute Petit Platsch vom Sandmännchen, denn der hat Schoki-Flips am Start. Ist das nicht eine verrückte Sorte? Flips mit Schokoladengeschmack hier vom Hersteller XOX. Und das habe ich entdeckt im Netto, und zwar im schwarzen Netto, der Netto mit Hund. Ihr kennt ja, den gibt ja einmal den roten Netto, also gelb-rot, und dann gibt es den Netto in gelb-schwarz, der hat noch so einen Hund im Logo. Und dort habe ich diese Flips entdeckt. Petit Platsch, da kann ich auch noch was erzählen, der ist 55 Jahre alt geworden vor kurzem. Hammer, oder? Erstmal Happy Birthday nachträglich, Petit Platsch. Und der hatte sogar ein halbes Jahr Berufsverbot, habe ich gelesen. Denn der war diesen Fernsehleuten damals in der DDR, war der denen einfach zu frech. Und da war der ein halbes Jahr auf Air. Dann haben sich aber so viele Zuschauer beschwert, dass er wiedergekommen ist. Ach, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen seelenverwandt mit Petit Platsch. Der ist irgendwie lustig, knuffiger Kerl. Ich bin vielleicht nicht ganz so frech wie er, aber ich mag ihn. Er ist halt was ganz Besonderes. Und ich bin mal gespannt, ob die Erdnussflips genauso gut schmecken. Beziehungsweise Schokoflips. Sind da eigentlich Erdnüsse drin? Da ist Maisgrieß mit Kakao. Oh, guck mal. Das ist hier alles drin. Schaut mal. Ist gar nicht so viel, wie ihr oben in den Zutaten seht. Es ist 55% Maisgrieß. Da kommt Zucker, Sonnenblumenöl, pflanzliche Fette. 6,5% Kakaopulver, Vollmilchpulver, Magermilchpulver. Natürlich Aroma, Lecithin. Das ist ja echt ein ziemlich, ich würde schon fast sagen, Clean Eating. Ich finde das toll, wenn die Zutatenlisten so gering ausfallen. Das finde ich, das macht auf mich immer einen hochwertigen Eindruck, es sind keine bösen E's drin. Ja, ich bin gespannt. Es sind aber auch keine Erdnüsse drin, wie ich gerade eben dachte. Also vielleicht für Leute, die Erdnussallergie haben, können das vielleicht doch essen, oder? Was steht hier? Nee, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Na, schade, egal. Wir machen jetzt die Tüte auf mit dem Schokoflip. Und ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Ach, die riechen echt nach Schokolade. Das ist abgefahren, oder? Schokoflips, mein Gott. Ich muss übrigens sagen, dass Erdnussflips auf Platz 1 sind meiner liebsten Naschereien bei einem Kindergeburtstag, damals, als ich klein war. Erdnussflips habe ich immer am liebsten gegessen. Die fand ich echt am geilsten. Die konnte man so schön in die Nase stecken, die konnte man in eine Cola tunken, dann sind die so schön aufgequellt. Man konnte so viel Schweinereien mit Erdnussflips machen, das fand ich echt toll. So, heutzutage esse ich Erdnussflips übrigens auch noch gerne und auch ganz normal. Ja, jetzt aber. Jetzt hier mit dem ersten Schokoflip meines Lebens. Aha, interessant. Das ist ein Mais-Snack mit Schoko drumherum. Auf 100 Gramm 461 Kalorien übrigens. Das ist ja gar nicht mal so viel. 23 Gramm Zucker, okay. 16 Gramm Fett, okay. Schmeckt sehr leicht. Sehr fluffig. So vom Schokogeschmack, vom allgemeinen Geschmack vielleicht eher so in die Richtung gehen wie Chocolate Chips. Also die sind ja auch so schokoladig und nicht ganz so süß, sondern so ein bisschen halt auch salzig. Und genauso ist das hier auch. Ich muss euch die mal zeigen, die sind irgendwie interessant. Und soll ich mir die Nase... Nein, schicke mir die nicht in die Nase. Schluss. Schmecken. Aber so wirklich wie Kakao, dann wie ein Mais-Snack, weil es sind ja keine Erdnüsse drin. Mais-Snack mit Kakao, das stimmt, hundertprozentig. Interessant. Ich hätte gedacht, dass sie noch ein bisschen intensiver nach Kakao schmecken, aber es geht. Ich überlege gerade, wann würde ich die essen, wenn ich Hunger auf was Süßes oder was Salziges habe. Es ist irgendwas dazwischen. Ganz, ganz interessant. Habt ihr das schon mal gegessen? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr den Geschmack findet. Ich finde die echt interessant. Schmecken nicht schlecht, aber anders. Abgefahren. Ein Produkt, an das man sich sehr gut gewöhnen kann. Tatsächlich. Das ist jetzt nicht die Liebe auf dem ersten Biss, das ist auf keinen Fall. Aber je mehr ich davon esse, desto mehr fange ich an, das zu schätzen. Das ist ganz cool. Das hat wirklich Potenzial. Ich gebe den Schoki-Flips von XOXX. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Sorry.
Den Schokiflips mit Pini Platsch, den gebe ich hier auf einer Skala von 1 bis 10. 8 Punkte, weil die wirklich super sind. Mit ganz viel Luft nach oben. Vielleicht stelle ich euch das eines Tages nochmal als absolutes Lieblingsprodukt vor. Ich weiß es nicht. Es ist bestimmt auch super geil, wenn man die mit normalen Flips mischt. Ich finde es super spannend. Interessant. Vom Schokigeschmack her, eher so in Richtung, habe ich schon gerade gesagt, Chocolate Chips geht. Und ja, hat auf jeden Fall einen Versuch verdient. Er probiert die mal. Abgefahren. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Bitte hier oben einmal abonnieren, den Kanal, Daumen nach oben, kommentieren. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.